Hallo Mädels und Jungs, willkommen zu einem neuen Video von Eddie. Wie die meisten wissen, gibt es ja 70 km/h über den Exlberg. Leider hänge ich hinter ein paar Autos fest. Immer dann, wenn es zum Überholen geht, fahrt er auch flotter. Macht auch nichts. Fahre ich halt einmal extrem gemütlich. Mit 60 bin ich zwar auch noch nie den Exlberg gefahren, aber egal. Jeder hat eine Angst vor Kurven. Ja, und die Dopplerhütte ist ja nicht wirklich interessant. Vielleicht ein Stück bis zu den Kehren hin und der Aussicht. Da aber leider der Parkplatz gesperrt wurde, ist es eigentlich vollkommen uninteressant geworden. Ich habe eher mal darüber berichtet, angeblich weil es ein Privatparkplatz ist und aus versicherungstechnischen Gründen, Haftungsgründen, keine Ahnung, whatever. Auf jeden Fall nehmen wir den Weg Richtung Mauerbach und werden dann den Dulbinger Kugel fahren. Ist auch eine schöne Aussicht, kann man stehen bleiben und genießen. Leider haben keine Lokale offen, sonst hätten wir vielleicht zum Radl her einkehren können. Die jetzige Besitzerin ist eine Jugendfreundin von mir. Wir sind ja praktisch relativ nah aufgewachsen. Weil Mauerbach ja mal meine Heimatgemeinde war. Und ja, somit sind das eigentlich nicht nur die Hausberge der Wiener, sondern auch meine Hausberge. Adventure. Oh, 1290er. Es macht immer wieder Spaß, Bikes zu hören, wenn sie vorbeifahren. Der Klang. Hauptsächlich von Zweizylinder. Wobei ich war früher ein reiner Vierzylinder-Fan. Durch FZS 600 Feser, Z1000J, whatever, was bin ich noch? Dann die FZS 1000 Feser, die FZ1 Feser. Ist wirklich hervorragend zu fahren und natürlich eine klasse Sache, einen starken Vierzylinder zu fahren. Aber irgendwie machen die Zweizylinder bald ein wenig mehr Spaß. Und ich muss sagen, es ist für mich jetzt gar keine Überlegungsfrage mehr, zwei oder vier Zylinder. Ich bin irgendwie bei der 97er Karte gelandet, auch wenn natürlich ein Vierzylinder etwas laufruhiger wäre und vielleicht auch in niedrigeren Drehzahlen zu bewegen wäre, in höheren Gängen,
möchte ich diesen Zweizylinder einfach nicht mehr missen. Vom Klang, vom Fahrverhalten und ja, es macht einfach Spaß mit der Karte zu fahren, diese Zweizylinder mit 800 Kubik sind echt ein toller Motor. Sehr agil, auch wenn das Drehzahlband nicht sehr lange ist, gegenüber vielleicht im Vergleich zu anderen. In den höheren Gängen kann man sie ja doch nur zwischen, ich würde mal sagen, knapp 3000 Umdrehungen und ja, dann oben beim roten Bereich bewegen, und da würde ein Vierzylinder wahrscheinlich dann schon auch noch über die 10.000 hinausdrehen, was bei der Karte ja nicht ist. Aber es reicht vollkommen und fahren macht Spaß. Und ich glaube, das ist eigentlich das absolut Wichtigste. Und geht ja nicht darum, immer im höchsten Drehzahlbereich unterwegs zu sein, sondern es geht um Fahrspaß und ob man sich auf dem Bike wohlfühlt. Und ja, das sind einfach diese wichtigen Dinge. Wo man sagen kann, es geht nur darum, passt man zum Bike und passt das Bike zu einem. Ja, hier die Aussicht vom Dulbinger Kugel über das Dulnerfeld, heute doch schon etwas bewölkt und diesig, und ja. Aber gut, das war's. Und mir bleibt natürlich nur noch eines zu sagen, wie immer: oben bleiben.